Hallo, der Blind Spectator bei euch am Mikrofon und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shrine. Wir waren hier letztes Mal stehen geblieben bei diesem Rätsel, wo ich mir noch nicht sicher bin, wie dieses zu lösen ist. Da passiert nichts. Nein. Ist Teil überhaupt beweglich? Muss doch irgendwie vorgezogen werden, oder nicht? Dafür ist ja diese Führungsschiene da. Und wofür ist das Ding hier? Dafür weh zu tun. Ah, Moment. Ich hab. Ja, I've got a plan. So läuft es nämlich. Zack. Ah. Ist ganz schön weit. Irgendwas habe ich falsch gemacht. So. Nicht ganz. Aber mit jemandem wie Pontius schafft es. Okay, dann haben wir aber hier ein kleines Problemchen. Das Ding da nicht rüber. Naja. Diese Kack-Igel, Alter. Ich bin hier. Hier. So friert ein Igel. Nein, einfrieren. So. Hallo, Feenseil, tut deine Wirkung? Tut's nicht. Ja, aber dann machen wir da doch einfach was anderes noch dran, oder nicht? Oh. Ja, kann auch von mir aus eine Kugel sein, ist ja an sich wurscht, oder nicht? Ja, irgendwie hat's gereicht. Feenseil ist immer noch kompliziert, ey, sage ich euch. Ich würde den Bären am liebsten behalten. Er ist aber nicht magisch. Was, wenn die Situation haarig wird oder pelzig? Im Wald ist er besser aufgehoben. Gibt's hier unten was? Nein, scheinbar nicht. Schade. Dass ihr unsere Waldfreunde beschützt habt. Als Gegenleistung schenke ich euch etwas von meiner Magie. Aber den Fluch des Albtraumprinzen kann sie nicht brechen. Der Zaubertrank ist noch nicht komplett.
besucht meine älteste Schwester im Feenwald. Herzlichen Dank, werter Baumherr. Okay. Der letzte Waldgeist auf der Liste unserer Helden lebte in einem verzauberten Winkel des Waldes. Sie eilten weiter, um endlich Heilung für den schattengeplagten Prinzen zu finden. Schön hier. Helden, sucht mich in den höchsten Baumwipfeln. Den Wipfeln? Wieso in den Wipfeln? Wollt ihr nicht zu uns herunterkommen? Kein Problem, Fräulein. Wir klettern. Das war eigentlich ernst gemeint. Irgendwie, diese Interaktion verstehe ich immer noch nicht so ganz, aber es ist in Ordnung. Irgendwie reicht es dafür, dass ich mein Geschäft erledigt kriege. Falsches Ding. Gar nicht lang genug. Das heißt, wir brauchen hier dann Portios magisches Schild? Nein. Das ging wie nochmal? QE Shift. Schönzehkarte. Blablabla. F. Natürlich. Konnte ich es nur vergessen. Falsch, falsch. Alter. Ich drücke immer die falschen Tasten. Ich will es doch drehen. Oh, das ist noch nicht so mega hilfreich, das, die Schildplatzierung. F. Sieht gut aus. Jawohl. Oh, wenn das doch nur Kartoffeln wären. Dann kämen wir nicht weiter. Aber hätten jede Menge Kartoffeln. Und hopp. Ist die Pflanze da auch was zum Gießen? Na, die hat jetzt einfach Dingens gedroppt, okay. Sieht aber schick aus hier. Das hier ist ein Secret, oder? Ein Secret-Bereich, hätte ich gesagt. Oder geht's hier tatsächlich weiter?
Moment, das müssen wir abchecken, weil ich will ja nicht den richtigen Weg gehen, natürlich. Ich dachte, weil das da hinter diesen Holzpfählen versteckt war und die Kamera ja hier drauf war. Ah ne, hier ist das Secret. Wir haben alarmierende Berichte erhalten, dass eure Aufgabe nicht nach Plan verläuft. Die Wälder sind voller Albtraumschrecken und offenbar tauchen immer mehr davon auf. Bitte verdreifacht eure Bemühungen, Prinz Selius zu finden und sofort zur Astralakademie zurückzubringen. Okay. Ja, funktioniert nicht, Mädel. Ganz so einfach ist es halt nicht. Okay. Das sieht nach Arbeit aus. Ein Eulchen, wie süß. Okay, wir müssen wieder was gießen. Können wir darauf ablenken? Die wird in Position gehalten, die Planke. What the fuck? Lass mich nicht lumpen hier. Könnten wir eine Wippe bauen? Ich wollte gucken, ob da unten was ist, weil da ja Dinger zum Festhalten sind. Werden halt einfach in den Strom gesaugt, die Geräte. Das heißt, das funktioniert da nicht so. Nicht ganz hoch genug. So, von Hand hier unten halten, dann geht's. Ups, war knapp. Das sieht so rechts aus, wie als würde es da reingehen. Also, darum wollte ich es einfach mal versuchen. Tatsächlich muss ich sagen, erinnert mich dieser Bereich hier so ein bisschen an Trine 4. Ne, wir sind hier bei 4, bei Trine 3. Daran erinnert mich das ein bisschen an den Rotholzwald, ne? Ihr werdet euch dunkel erinnern. Shit.
So, jetzt von da. What? Ah, die waren in der falschen Reihenfolge natürlich. Moment. Machen wir das nochmal. Zack. So, dann. Das da. Zu Feenseil. Festmachen. Thanks. Nehmen wir mit so einen Bereich, wenn wir schon mal so einen finden hier. So, da oben muss Wasser hin. Ah, Moment. Dann hier so. Wir machen da so. Nicht so optimal. Ich wünschte, ich hätte diesen einen Block da gelassen. Fangen wir uns ein bisschen durch die Gegend. Das passt schon. Und machen wir F. Ach komm. War sehr sicher auch nicht der Lösungsweg, der vorgesehen war von dem Spiel. Aber das macht ja nichts. So erleichtert, dass diese Waldgeister uns helfen wollen. Sobald wir die Baumwipfel erreichen, wird die nette Dame unseren Trank vervollständigen. Und dann müssen wir ihn wohl dem Prinzen einflößen. Und wenn die Albträume weg sind, wird alles wieder gut. Und hurra! Hoffen wir nur, dass Silius bis dahin keine neuen Albträume heraufbeschwört. Wird er garantiert machen, das ist ja schließlich sein Job, ne? Zack. Dahin. Zack, zack. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Shrine. Bis dahin, lasst krachen.